Mist. Ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Ich spiele wieder Bus-Simulator 18. Und ich mache dann eine kleine Tour. Brauche noch ein bisschen Geld, muss mir wieder mal einen neuen Bus kaufen. Nicht, weil die alten nicht mehr gehen, nein, weil ich so viel Strecken habe, aber nicht auf alle Strecken. Das hat er gemeint. Einen Bus zu fahren habe. So, und so wie es aussieht, kommen wir wie immer zu spät. So. Echt? Ah. Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. So, einfach schauen, damit ich nicht verkehrt abbiege. Das haben wir alles schon gehabt. Ach, das ist echt so, nicht mein Wetter. Wir fahren mit unserem Gelenkbus hier. Erwischt. Erwischt. Verdammt. So verdiene ich natürlich nichts. Nächster Halt. Wasseraufbereitungsanlage. Warte, ich habe hier was erwischt. Oh, das hat sie gemeint. Ich bin auf den Bordstein gefahren. Oh nein, die Reifen. Sie blockieren die Tür. Gut aus. So heiß draußen. Glück gehabt, kein Plattfuß. Ach verdammt! Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Also bei dir ist eh nichts zu holen. Kannst ruhig auflassen, deine Haustür. So. Überall fahren Coca-Cola-Busse rum. Sieht zwar nicht gut aus, aber es gibt einen Haufen Geld. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Tschüss, bis dann. Tschüss. So, wollen wir euch einsteigen oder nicht? So, Fahrkarten haben wir ausgeschaltet, verkaufen wir schon gar nicht mehr. Könnten wir aber das nächste Mal wieder aktivieren. Hier wird nicht rumgerannt während der Fahrt, verstanden? Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Ja, du musst nicht ablenken. So. Ihr habt die beste Strecke ausgesucht, glaube ich. Die, wo wir am meisten warten müssen und wie immer zu spät kommen. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. So. Gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Ach, du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Thank you.
Du auch da. Heute fährst du mit dem Bus. Zuckerfabrik. Alles klar. So, muss schon wieder mal abbiegen hier. Solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen anschauen. Ich sollte ja erst mal einen kürzeren Bus kaufen, glaube ich. Das ist ja mega lang. So, da können wir auch keine Zeit rausholen, dann werden wir höchstens wieder geblitzt irgendwo. Wir haben da eins vergessen. Alles klar, nichts passiert, so fahr ich immer. Meine Fresse, sind wir schon da gewesen. Puh, das war knapp. Da hätten wir beinahe noch einen Auffahrunfall gemacht. Nächster Halt, Zuckerfabrik. Jupp, Zuckerfabrik. Oh, da haben wir jetzt aber jemanden mit Rollstuhl. Habe ich eigentlich eine Rampe oder was? Ich habe eine Rampe. Alles klar, ich ziehe eine Rampe raus. Parken in Perfektion. Wiedersehen. Wollte ich gerade sagen, jetzt steigt er nicht mehr ein, oder was? Was ist los? Türen sie zu? Das geht denn ja nicht. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Jetzt. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Können Sie bitte die Rampe runterlassen? Ich würde gerne aussteigen. Was jetzt schon? Das bisschen hättest du ja auch hier rollen können bis hierher, ne? Du musst schon wieder die Rampe rausholen. Nein. Naja, wahrscheinlich anstrengend genug. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Viel zu heiß draußen. Ja, ich könnte die Klimaanlage anmachen, mache ich aber nicht. Entschuldigung, würden Sie noch mal die Tür öffnen? Wieso willst du ihn jetzt raus? Danke. Ja, nächstes Mal überlegst du vorher ein bisschen. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank.
So, entweder habe ich die falsche Strecke ausgesucht oder es ist hier noch einer einfach unterwegs. Meine Güte, wie viele Busse gibt's hier denn? Moment, wo ist meine Tasche? So, meine Fahrer machen das irgendwie besser wie ich, habe ich das Gefühl. Bisschen langsam. Ach nee, mein Akku ist schon wieder leer. Fahre ich fast noch hier den Bus kaputt. Aha, die Bremsen, haben sie gesagt, kann ich noch einstellen. Ein schöner Tag. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Nächster Halt, Kornstraße, Landwirtschaftszentrum. Endstation. Bitte alle aussteigen. Endstation. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir gemacht haben. Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Hier muss ich raus. Boah, zu früh. Fuck. So, die blöde Dreck. Tut mir leid. Ja, wegen dir bin ich verkehrt abgebogen. Scheiße. Wäre noch eins, weil es mir letztens schon mal passiert. Genau dieselbe Ecke. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu spät. Oh, zum Glück ist bald Sonntag. Ich fast nochmal da abgebogen. Meine Güte, das wäre ein endloses Spiel geworden. So, da sind wir richtig, bloß 7 Minuten zu spät. Geht ja noch. Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen. Bitte fahren Sie nächstes Mal selber. So, irgendeiner hat doch sicher Müll da liegen lassen. Jawohl. Okay, schauen wir mal, was wir erreicht haben diesmal. Nix. 18.000 Strafzettel für Rasen. Habe ich noch 200 zahlen müssen? Schau, damit ich nächstes Mal schneller werde. Zurück zur Karte. Okay, 400
32.000. Shop. Kann ich jetzt da so ein... Das ist der mit Gas. Ich glaube, ich kaufe noch so einen mit Gas. Was ist das? Davon könnte ich zwei kaufen. Genau. Davon nehmen wir zwei. Bearbeiten. Werbung. Machen wir noch Coca-Cola. Anwenden. Jawohl. So, Job. Bus kaufen. Bearbeiten. Werbung. Coca-Cola. Anwenden. So. 80.000 haben wir noch. Angestellte Bewerber. So, haben wir auch. Zurück zur Karte. Genau. Die Strecke unten muss auf jeden Fall Fahrer zuweisen. Wo sind denn jetzt hier die Fahrer? Da. Und Bus. Genau. Das passt. Und was haben wir jetzt noch? 4.000? 18.000? Okay, Fahrer zuweisen. Was haben wir jetzt gemacht? Nein, Strecke 7. Aha, das ist hier alphabetisch geordnet. Alphabetisch. Wo sind hier jetzt Strecke 7? Aha, jetzt da. Okay. Schließen. Also, jetzt fehlt uns eigentlich noch ein Bus. Aber sonst sieht es nicht schlecht aus. Okay, würde ich sagen, das reicht für heute. Wir haben zwar nicht viel geschafft, wir können auf jeden Fall jetzt das nächste da. Jetzt haben wir dafür einen Fahrer für die Strecke. Das hier die Strecke 14. Das nächste Mal machen wir dann die nächste Strecke. Fahren sie selber und können uns dann wahrscheinlich schon wieder einen Bus kaufen, weil wir mittlerweile gute, viele Fahrer haben. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim Bus Simulator 18. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.